Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist heute Mittwoch und es ist der letzte heiße Tag dieses Jahres, also der letzte richtige Sommertag. Und was kann man da Schöneres machen als zum Internisten gehen und eine Magenspiegelung bekommen? Hola, señoritas. Ja, der Michael hat euch ja schon erzählt, was hier heute für uns ansteht. Und ich bin quasi zur Unterstützung dabei und natürlich auch, um ihn danach nach Hause zu bringen, sicher. Und ich glaube, ich lade meinen Herzallerliebsten nach dieser Magenspiegelung mal zum Essen ein. Der Arme hat nämlich echt noch nichts gegessen. Und wir waren noch lange nicht mehr in unserem Restaurant, von daher, glaube ich, bietet sich das ganz gut an, aber ich hoffe jetzt erstmal, dass es ihm danach gut geht. Ich hatte selbst schon mal eine Magen-Darm-Spiegelung. War jetzt nicht so geil, ist aber schon ewig her und eigentlich erinnere ich mich nicht mehr wirklich dran, außer dass es eben nicht so cool war. Ein oder andere von euch hat bestimmt auch schon mal sowas erleben dürfen. Mächtig schnell. Also ich glaube, ich habe jetzt nicht mal 20 Minuten gewartet. Das hat bei mir damals auf jeden Fall länger gedauert. Aber Micha, geht's gut? Hast du Schmerzen? Nee, ne? Es geht, mein unterer Rücken tut weh. Aber der Arzt kam rein und hat gesagt, oh, Sie sind ja schon wieder fit. Lag vielleicht daran, dass ich mir mein Handy geben lassen habe. Und dann daran kann er sich nicht mehr erinnern. Guckt, also jetzt könnt ihr leider die Insta-Story vermutlich nicht mehr sehen, aber ich habe ganz wirres Zeug auf Instagram geschrieben. Naja. Ja, wir, glaube ich, machen uns jetzt auf den Weg zum Essen. Ja, hast du schon gehört? Ja, also ein bisschen langsam so, dass wir irgendwie vielleicht in einer Stunde mal da sind, wo es was zu essen gibt. Wir gehen nämlich wieder mal in unser Lieblingsrestaurant. Ja. Wir waren jetzt noch schnell bei Primark, ein paar Basics kaufen für die Kiddies. Und bevor wir jetzt in unser Restaurant gehen, muss ich natürlich verrückt die Karte zahlen. Jetzt nicht so, dass wir uns nichts zu erzählen haben, aber Micha dachte sich, er nimmt sich heute mal mit bei, nimmt euch, was habe ich gesagt gerade? Nimmt sich mit. Micha dachte sich, er nimmt euch heute mal mit auf seinen Stories, Mensch, und zeigt euch mal, was wir so essen. Deswegen sitzen wir mit dem Handy hier. Ansonsten nutzen wir diese Gelegenheiten eigentlich immer, um ein wenig Instagram und Facebook und YouTube und E-Mail free zu sein. But you never can tell all the lovers. We were diving far too deep, different colors that we had to put to sleep. All the lovers, hope that we could break the spell. All the lovers, we went down the wishing well. All the lovers, we were diving far too deep, different colors that we had to put. Auf geht's zu Ella, denn ich glaube, wir nutzen das gute Wetter aus und gehen noch ein bisschen planschen. Kleines Päuschen zu Hause, jetzt haben wir uns alle nochmal umgezogen. Los geht's zur Plansche. Jetzt sind wir gerade auf dem Weg zu der Plansche
Und dann kamen uns Leute entgegen und sagten uns, dass die Plansche zu ist. Und unser Kind hat sich natürlich darauf gefreut. Jetzt müssen wir ganz schnell eine Alternative finden. Aber die Situation kennen ja viele Eltern. Jetzt ganz, ganz schnell Lösungen herzaubern. Ja, ich glaube, wir gehen ins Freibad oder so. Irgendwas ganz fix. Wir haben uns jetzt einfach unsere eigene Plansche gebaut. Wenn hier alles zu hat, wo wir hinwollen, dann muss eben die Heimalternative her. Aber ich glaube, Ella hat trotzdem Spaß. And now I can't tell if it's heaven or hell. It's like knowing all the answers. Dadurch, dass wir jetzt nicht in irgendeiner Plansche oder in einem Freibad sind, nutzen wir die Zeit und sitzen hier auf dem Balkon. Und ich muss ganz ehrlich sagen, Micha und ich, wir hatten lange nicht mehr so viel Zeit, um uns über Dinge zu unterhalten, die halt so um uns herum passieren. Wir reden gerade über die Wahlen, die anstehen. Wir reden über das, was so mit Ella ist, über unseren Urlaub, der ansteht. Das ist echt richtig angenehm. Also das macht man viel zu selten, sich einfach mal hinzusetzen, mal die Handys wegzupacken und einfach mal ein bisschen quatschen. Bevor wir diesen Vlog und unseren Tag beenden, möchte ich euch nochmal zeigen, was ich aktuell so an Sportübungen mache. Ich möchte euch dazu natürlich auch gleich sagen, ich bin absolut kein Pro, also alles andere als ein Pro. Ich bin eigentlich überhaupt gar kein Pro, also minus Pro. Und ich weiß, dass dieses Sportgerät, was ich benutze, sehr umstritten ist und auch eigentlich gar nicht gut für den Rücken. Aber ich zeige es euch jetzt trotzdem. Aber lasst euch bitte für die Kommentare gesagt sein. Ich weiß, dass das Ding nicht gut ist und dass ich es wahrscheinlich auch falsch anwende. Und wie gesagt, ich bin der absolute Sportmuffel und bin froh, dass ich wenigstens eine Übung gefunden habe, die mich nicht umbringt. Die für den Bauch und eine meiner Lieblingsübungen für meine Winkerarme hier, die in der Schwangerschaft immer schlimmer werden. Und deswegen jetzt nach der Schwangerschaft halt angegangen werden müssen, weil das mag ich wirklich gar nicht. Schon. Und von letzterem mache ich eigentlich auch nur 20 Wiederholungen, einmal am Tag. Und das hat mir beim letzten Mal, nach der letzten Schwangerschaft, wirklich sehr geholfen, meine Arme wieder so ein bisschen straffer werden zu lassen. Wie gesagt, die andere Übung, davon mache ich so circa ja, 60 bis 100 Stück, je nachdem, welche Kondition ich habe. Aber ihr merkt, ich bin absolut unsporty und ich muss echt mal ein bisschen was machen. Ich glaube, ich gehe jetzt Abendbrot essen. Kann ich sowieso besser. Sie sehen nun die Ouvertüre von Michael M. in D-Moll. Eigentlich wollten wir euch alle gemeinsam Tschüss sagen und diesen Vlog beenden, aber nach dem Baden sind Micha und Ella irgendwie so K.O., dass sie sich jetzt schon hingelegt haben. Micha liest Ella jetzt noch ein paar Geschichten vor. Ich bin hier mit Bennett noch ein bisschen auf der Couch und hoffe, dass Micha jetzt nicht gleich bei Ella einschläft, damit wir noch zusammen einen schönen Filmabend machen können, uns einkuscheln können und diesen Tag einfach mal entspannt verabschieden können. Genauso entspannt verabschiede ich euch jetzt. Also bis zum nächsten Mal.